Was für die Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Dich Rein Solos Almazra Custom Games. Live im Stream und natürlich auch als YouTube-Video. Herzlich willkommen an die YouTube-Zuschauer. Macht es euch bequem, wenn euch das Format gefallen hat. Wir müssen jetzt, glaube ich, schon 2 oder 3 Folgen hochgeladen haben. Dann lasst auf jeden Fall eine positive Wertung, ein kostenloses Abo da. Und vor allem, solltet ihr mal teilnehmen wollen, dann schaut in der Videobeschreibung den ersten Link, twitch.tv/dieserkingphil. Könnt ihr ein Follow da lassen. Oder folgt mir halt bei Instagram oder Twitter, da kündige ich sowas immer mal wieder an. Wenn ihr da teilnehmen wollt und könnt. Da habe ich fast einen Shepard kassiert. Hier kann jeder teilnehmen. Kill dich rein. Habe ich kill dich rein gesagt? Nein, ich habe kill dich reich gesagt. Warte mal ganz kurz. Bei YouTube, schwult mal kurz zurück. Ich habe kill dich reich gesagt, oder? Ich habe nicht gesagt kill dich rein. Ich würde mich niemals versprechen. Es kann jeder teilnehmen. PlayStation, Xbox, Switch. Gibt es Warzone auf der Switch? PC. Ja, alle können mitmachen. Je mehr, desto besser. Wir haben jetzt auch tatsächlich, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, wir spielen jetzt die 5. Runde. Und 4 von 5 Runden waren wir in einer komplett vollen Lobby mit 150 Leuten. Richtig nice. Muss ich noch irgendwas dazu erzählen? Ich kann mal ganz kurz zusammenrechnen, wie viel Geld ich schon verloren habe. War heute echt krank spannende Late Games dabei. Gerade eben erst einem Kollegen zugeschaut, dem Dinkel Ronaldo, der hatte 11 Kills und ist dann aber an der Zone gestorben. Einfach der Arme ist einfach an der Zone gestorben, weil er ein Stockwerk zu tief war. Oh, sehr, sehr belastend. Also wir haben einmal Sakusa, der hatte 11 Kills, Venkasa hatte 9, Giro hatte 4 und Jan Maniac hatte 7 Kills. Wie viel Geld ist das? Wir haben 33, 27, 60, 72, 93. Ja, ja, müsste stimmen. Was macht ein Turbo jetzt hier? Der ist ein bisschen nervös, oder? Sakusa hatte 11. Was macht ein Turbo hier? Hallo? Turbo, zünd mal den V8. Also gerade fährst du irgendwie im ersten Gang mit einem Einzylinderwagen. Also auf jeden Fall haben wir insgesamt 20, 24, 31. Ich glaube, es laggt geistgestört bei ihm, oder? Da merkt man direkt die 2 Semester, ja. Mann, es laggt bei ihm, glaube ich. Oh mein Gott, das ist so am Lecken. Oh mein Gott. Guck mal, für die Shotgun auszusehen, Shotgun in den Chat. Was? Was hat denn der für ein Pink? Junge, ich kann das nicht mehr. Kiva, danke für den 7. Monat, willkommen zurück. Mitch, danke für den 4. Monat. Und ja, ist leider rausgeflogen. Und jetzt schauen wir SNZ Eisenschwanz zu. Ich weiß, ich möchte die Antwort, glaube ich, nicht hören, aber bitte sag mir, was ist ein Eisenschwanz? Was ist ein Eisenschwanz? Kiva, trotzdem vielen Dank für 7 Monate und Mitch, danke für 4. Welcome back. Cool, dass ihr noch da seid. Danke für den Support, Mann. Kuss Blockster. Ja, der Arme wirklich. Und da können wir nochmal ein Zwischen-F für reinschreiben, Chat. Ein ZF in Chat. Naja, leider hängen geblieben. Und Bolto63 knallt dir die Kugeln in den Ohr. Zwischen F und ZF. War jetzt nicht so dramatisch wie von Ronaldo zum Beispiel, die arme Sau, Alter. Der ist immer noch in meinem Kopf. Die arme Sau, Alter. Spielt das so solide runter, hat so gute Shots. Und dann hat er keine Gasmaske. Und ist nur, es hat ein Stockwerk zu früh aufgehört zu laufen quasi. Wir fliegen durch den Eisen.
So, 2 Kills. Schreibt's in den Chat, Leute. Schreibt's in den Chat. Was sagt ihr? Wie viele Kills macht Bolt 1? Okay. Wie viele Kills macht Bolt 63 noch, bis er stirbt? Digga, was waren das denn für geistgestörte Shots auf den Heli? Holy fuck. Was ist der Rekord bis jetzt? 11. Ja, ey, an die YouTube-Zuschauer auch. Wir haben Sonntag, um das mal ganz kurz hier zeittechnisch einzuordnen. Wir haben 13.35 Uhr an einem Sonntag am 26.02.2023. Und es ist ein schöner Tag heute. Ist heute ein schöner Tag? Ich finde es ein schöner Tag. Ich werde mir gleich ein bisschen was zum Mittag machen. Dann werde ich einen kleinen Powernap machen. Oder vielleicht sogar einen Mittagsschlaf, weil Flink mich gestern wachgehalten hat bis 12:30 einfach. So eine Scheiße. Ich freue mich. Hat sich gelohnt. Oh, Bolt. Ne, das war jetzt ein bisschen zu... Das war jetzt nicht durchdacht hier, dein Loadout. Er hat mich einfach gefickt. Oder hat er sich 2 Loadouts gekauft? Hä? Der hat mich einfach gefickt. Das war gar nicht das Loadout. Er hat mich einfach gebaitet als Caster. Ja, meine Freundin hat Koronski. Wir versuchen auch aktuell ein bisschen den Kontakt... Okay. Also wir sehen auf der Mini... Man muss dazu sagen, auf der Minimap sehen wir als Spectator eigentlich keine roten Punkte. Kann halt sein, dass er alarmiert spielt, ne? Irgendwie das Spectaten ist im Custom... Bei Customs ein bisschen verbuggt. Also wir sind ja jetzt in der 5. Runde und die letzten 4 Runden... Gut. Haben wir das geklärt. Dinkelfamer hier mit der Minibug, mit seinem ersten Kill. Scheint hier für irgendwas wegzulaufen. Einfach mal eine ZSG, eine Zwischensensorgranate geschmissen. Kleinen 360 gemacht. Hat heute auch morgen den Kaffee auch mit Level-Up-Pulver angerichtet. Genau, also ja, meine Freundin hat Corona. Wir versuchen sogar aktuell gerade ein bisschen den Kontakt zu vermeiden. Einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht was hilft. Wir haben jetzt das zweite Mal Corona, sie hatte beim ersten Mal mich angesteckt. Normalerweise scheißen wir da eigentlich drauf, so auf, ja, dass man da darauf achtet, dass man jetzt nicht die ganze Zeit sich gegenseitig die Zunge in den Hals steckt. Was wir sonst den ganzen Tag mit mich machen. Mal schauen, ob das hilft, weil zur Einordnung, kleiner Real Talk hier am Rande für die das nicht so mitbekommen haben. Ich war ab dem 5. Januar bis diese Woche Mittwoch krank. Tatsächlich, ja, also mich hat es wirklich 7 Wochen in den Arsch gefickt und das ist wirklich irgendwann auch nicht mehr nice. nee, aber das war wirklich respektlos. Ich hatte eine geistgestörte Grippe und die hat mich komplett rausgeworfen aus dem Leben. Ich konnte auch nicht streamen und so. Und jetzt sind wir beide gerade mal gesund gewesen. Angel war ein bisschen früher gesund als ich. Oh, nein! Oh mein Gott! Alter! Boah, ey, hätte er den gehittet, ne? Der macht 360! Junge! Auf jeden Fall war ich halt so lange krank, dass ich jetzt kein Risiko mehr eingehen wollte und wir ein bisschen auf Abstand diesmal sind. Ich habe mein Immunsystem auf jeden Fall schön gestärkt mit gesunder Ernährung, die 7 Wochen lang und Vitalstoffen supplementiert und so. Mal schauen. Bisher funktioniert es. Die letzten 3 Tage, sie hat jetzt seit 4 Tagen ist sie krank. 3 Tage hat mein Immunsystem jetzt bereits den Kampf gewonnen. Antibiotikum muss ich zum Glück nicht nehmen. Ich glaube, Antibiotikum hilft doch gar nicht bei Virus, ne? War das nicht irgendwie sowas? Das wäre wirklich, also... Ich weiß, wie es euch gechattet, aber ich will mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber hätte er den Kill geholt und die Runde gewonnen, hätte ich, glaube ich, sein Preisgeld verdoppelt. Weil dieser 360 war ja wirklich respektlos. Hat er dir eigentlich geholfen? Hast du ihn nicht gekauft, wir? Ich mach danach nicht noch eine Runde, nee.
Warte. Nee, Bro, er ist... Was passiert hier? Welches Video meinst du jetzt, von der Meta oder von den Kill-Streich-Runden? Die werden jetzt nach und nach online kommen. Vielleicht hat das wirklich was mit zu tun, Firo. Noch ein Lucky. Was ist hier gerade passiert, Alter? Wie ist denn der da rausgekommen, der Famer? Tja. Einfach die Bohrladung gegen diesen Wellenbrecher vor sich gesetzt. Hat fast funktioniert. Von Kritisch Reich, ich denke, morgen kommt die erste Folge online. Pia, danke für den 6. Monat. Danke fürs halbe Jahr. Küsse Herz. War das kein Wellenbrecher? Was war das denn? Das war so ein Stein, der da war. Mann, Alter. Pia, danke für den 6. Mann. Danke fürs halbe Jahr. Welcome back. Angie darf auch von meinem Honig naschen, ja. Und danach bekommt sie sogar noch den Manuka-Honig. Platten braucht er ordentlich. Michi, du willst dich provozieren jetzt gerade, ne? Ja, du willst dich... Du tust gut sticheln. Du tust gut sticheln. Ich weiß noch, als ich habe Kedisch Reich damals schon auf Verdansk gemacht. Und ich... klingt übel weird gerade. Wirklich klingt übel weird. Aber ich war ja mal einer von euch. Ich war ja auch mal einer, der nicht so viele Zuschauer hatte. Der ist so dumm. Spaß, war ein Witz jetzt. War ein Spaß. Wirklich ein ZS zwischen Spaß. Ich habe schon mal Kedisch Reich gemacht, da hatte ich keine Ahnung. Da habe ich Private Lobbys gemacht, da hatte ich irgendwie, da waren dann 40 oder 50 Leute maximal in der Runde. Oder war, keine Ahnung, ob ich das noch mit Streamsniper gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Kuss, Flusina. Geiles Format, schade, dass ich jetzt aufgewacht bin. Instagram, Twitter abonnieren und gestern im Stream hat es auch schon angekündigt. Anyway, da war schon wieder ein 360. Macht er gerne. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich damals dann mitbekommen habe, dass C Pentagon und Splash in dieser Runde teilgenommen hatten bei Kill Dich Reich. Das war so eine Ehre für mich. Das war so krass, ne? Ich hatte zwar auch ein bisschen Angst, dass sie mich komplett ausziehen werden, aber das hatte mich damals richtig gefreut. Da hatten wir noch nicht so viel Kontakt. Das ist eh generell, ne? Es hat sich so entwickelt und mittlerweile ist Warzone Deutschland so eine kranke Family geworden. Das ist wirklich heftig. Klar, ein paar Zickereien gibt's immer. Kannst ja auch nicht erwarten, dass wirklich jeder mit jedem cool ist. Das geht irgendwie nicht. Aber das war echt richtig, richtig nice. Hat mich übel gefreut. Gewonnen hat er trotzdem nicht. Ah, Julia, da mit einem wichtigen ZL, einem Zwischenlink. Später Kronberg Oberliga Spielspectaten. Nee, ich glaube nicht. Wie würdest du die Buy-Stations verändern, Design, wenn du freie Hand hättest? Boah. Was würdet ihr ändern? Was sagt ihr, Chat? Gerne bei YouTube auch mal Bezug nehmen. Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Ich würde zum Beispiel, wenn man Duos spielt, ne? Oder wenn man Squad spielt, ist immer erst oben bei der Buystation der Gegner angezeigt, sein Mate angezeigt, wenn er schon full dead ist, dass man ihn wieder kaufen kann. Das ist voll scheiße für Massen Memory. Zum Beispiel, wenn du halt Kill Races machst, 2v2, dann kauft man voll auf den Gegner, weil man halt immer automatisch X drückt. Zum Beispiel. Hey Chat, seit der scheiß Baustelle vor der Tür leckt des Todes, hab besser gequittet, wollte keinen das anders tun. Ah, hier, in Klammern V8 Biturbo. Karate 35. Liebe Grüße. Liebe Grüße an die Baustelle auch vor deiner Tür, du Arme. Die Texte einfach nicht durchlesen. Ich muss mal schauen. Ich bin unsicher, ob ich heute vielleicht ins Gym gehe, Chat. Ich glaube, aber ich warte noch bis morgen. Wenn ich morgen noch immer noch nicht krank bin oder mich krank fühle, dann gehe ich, glaube ich, nochmal. In dem Kratz komplett. Er hat auch beim Eingeben hat es auch gerade wirklich an seiner, wirklich, also an seinem Schreibtisch ist die Baustelle einfach an seiner Tastatur. Noch eine bessere Verteilung, ja, ich denke auch. Aber sie ist besser geworden, muss ich dir ehrlich sagen, oder?
Zum Konzert gehe ich nicht. Zum Konzert gehe ich nicht. Ich habe Karte abgegeben. Es gibt keine Regelung mehr, Kiltischreich. Gewinn einfach nur die Runde und du wirst ausbezahlt. Schnell in der Wohnung angekommen. Presslufthammer ist über Kopf gefahren. Shaky Seller Shots. Was ist, wenn man 0 Kills gewinnt? Boah, gute Frage. Wenn man mit 0 Kills gewinnt, was machen wir dann? Machen wir dann 30 Euro oder was? Wir haben die Karte nicht gefunden, wir haben erstattet bekommen. Also wir haben so ein Print-at-Home-Ticket bekommen. Ja, Weezy, das habe ich schon mitbekommen. Ich werd ab nächster Woche wieder ein bisschen mehr reacten. Irgendwie, aktuell sind die Streams für mich immer noch so anstrengend, dass ich irgendwie so ab 13 Uhr echt voll in so ein Loch falle und erstmal ein bisschen Pause brauche. Dann gibst du Dose Level ab. Oh, nicht schlecht. Ja, das machen wir. Das machen wir. Habe ich einen Lieblingssong von Bring Me The Horizon? Ich glaube, mein absoluter Lieblingssong von Bring Me The Horizon ist It Never Ends. Ja. Ich glaube, und Chelsea Smile. Da gibt es schon viele geile Tracks, muss ich sagen. Aber Suicide Season ist so ein geiles Album, Alter. Da ist wirklich fast jeder Track... Oha! Oha! Zaid! Die Klasse, Amide! Direkt perfekt hingesetzt, ich fasse es nicht. So schnell einen Cluster-Kill habe ich auch nicht gesehen. Einfach runtergeschmissen, Roms. Oh, Live-Mark setzen. Kennst du das, wenn du nach 6 Stunden streamen ein Loch fällst? Nee, kenn ich nicht. Chelsea Smile ist mit der Kreditkarte den Mundwinkel einzureißen, ja. Count Your Blessing, Suicide Season. Ja, ich finde halt, Count Your Blessing ist halt noch diese. Das selbst mir ein bisschen zu krass, weil da verstehst du ja wirklich gar nicht mehr. Da waren die live auch noch nicht so gut bei Count Your Blessing. Bring Me The Horizon hat ja eine unfassbare Entwicklung an den Tag gestellt, ne? Was so Live-Performance angeht. Auch dieser Ollie Sykes heißt er ja, glaube ich. Der war ja am Anfang war das wirklich teilweise peinlich, die Live-Performance von denen. Aber da unten müsste jetzt noch einer sein, ne? Das stimmt nicht, Dustin. Ich habe die schon mal live gesehen. Und wie hieß dieses neue Album? Von denen? Welches Album kam nach Suicide Season? Nein, die Waffe hat nicht mehr geschossen. Was ist denn da passiert? Das hatte ich auch schon mal. There's the hell, believe me, I've seen it. Als das rauskam, 2010, da war ich auf Tour. Das war schon 2010. Und das war unfassbar geil. Also da war ich noch richtig, richtig, richtig beeindruckt. Weil der Schlagzeuger oder der Keyboarder, einer hat halt immer auch viele Stream-Parts von Olli übernommen. Und dadurch hatte er halt immer mehr Luft. Und das war übertrieben geiles Konzert, das weiß noch ganz genau. Das war mein erstes Metal-Konzert damals. Also ich weiß nicht, welche Konzerte du live gesehen hast. Vielleicht, wenn die auf Festivals gespielt haben, war es nicht so gut, aber das war richtig, richtig gut. Das hatte ich auch schon mal Famer, das ist übel weird, das ist irgendein Bug. Galoktojak97 mit 7 Kills am Start. Stabil. Du warst auf Tour. Mahan. Aber ich Bock bin heute auch da. Nice, viel Spaß, Bro. Viel Spaß. Oh mein Gott, das überlebt er nicht. Wenn er den holt. Nur hast 11 Kills? Ich bin 96er.
Mich hat damals der... Also ich glaube, das Konzert war 2011 oder 12, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber mich hat damals der Freund meiner Schwester mit aufs Konzert genommen. Der war Metal-Fan und ich habe mit 9 angefangen, Schlagzeug zu spielen. Das war wirklich... Ich dachte, ich war im Himmel. Ich habe mich so gefreut über die Konzertkarten. Dass meine Eltern das erlaubt haben, ist immer noch wirklich ein absolutes Wunder. Ich bin nicht auf dem Konzert, Bro. Ich habe jetzt doch nochmal spontan abgesagt. Nein, nur was raus. Wer hat Auge gemacht? Einer im Chat hat Auge gemacht. Was mache ich dann da? Nur Aim auf Tour? Nach der Runde kommt ja nicht mehr. Oh mein Gott. Oh. Kennst du das? Schlö hat 5 Kills. Titi Rio mit 4 Kills. 4 Leute noch alive. Interessante MP5. Okay. Schlö dead. Nee, Chat, ihr macht zu viel Auge. Also das ist ja respektlos. Nee. Alter, was soll denn das? Ich fass es nicht. Tja. Das ist ja respektlos, was ihr hier mit dem Auge anstellt. Die Verbesserte muss noch da sein. Oh, das würde krachen, Alter. Guck mal, der Kollege hat... Warum setzt er denn seine Drohne nicht ein? Mhm. Ach, schon ja eh so viele Geist, ne? Habt ihr Geist gespielt, Chat? Das ist ja eigentlich eine gute Posi, ne? Was glaubt ihr? Was hat der für einen Puls, der Kollege hier? 3 Gegner noch live. Sarkusen wieder 11? Alter! Da hinten wird gefightet. Ich glaube, er ist nervös. Also ich hoffe, er ist nervös. Ups. Verbessert es an. Oh, da unten. Links. Oh, Mann. Mhm. Kranke Shots. Ghost of... Das war's. Nein. Sarkusen hat wieder gewonnen, glaube ich. Sarkusen gewinnt hier back to back. Also fast. Kids. 13 Kills!